Willkommen zurück auf der Tempest. Nicht wundern, links scrollt noch ein bisschen länger, glaube ich, der Text mit Items, die ich bekommen habe, hin und her. Hab nämlich doch an die 200 von 200 Limit Boxen gehabt, aufgrund der Matches und Teammissionen meiner, ja, Gott, wie heißt das Team nochmal, die man hier losschicken kann, die Apex. Ja, die habe ich mal alle geöffnet. Das war ein bisschen. So, Terminal, angeblich hätte ich was Neues gehabt, habe ich aber noch nicht. Da hatte Sam mich noch kurz angerufen. Und gut, das war es dann auch gewesen. Bin mal nochmal die Quests durchgegangen, was wir denn wo wie wann tun könnten. Und ja, sieht nun so aus, dass wir jetzt erstmal nach Eos gehen, was wir ja auch ursprünglich vorhatten. Ja, da wird uns auch nochmal einiges angezeigt, denn auf Eos wird was angegriffen und auf Eos haben wir noch die PB-Relikt-Scanner-Quest. Dazu müssen wir nochmal ins Gewölbe dort. So. Angeblich kann man doch seit dem Patch jetzt aber hier das überspringen. So viel dazu. Anscheinend doch nicht. Oder vielleicht nur den Anflug auf einen Planeten? Wir sind abflugbereit, Parth. Was zum... Haben Sie etwas entdeckt? Irgendwas hat uns angepingt. Eine ID-Anfrage. Die Tempest hat eine automatische Antwort gesendet. Interessant. Wir sollten uns in diesem Sektor mal umsehen. Schicke Sonde aus. Ist das ein Satellit? Hat er uns in diesem Sektor angepingt? Er sendet einen Anfrage-Antwort-Code der Initiative. Da kennt jemand unsere Technologie in- und auswendig. Führen wir einen Scan durch. Klingt ja eigentlich nach Salarianern. Ah, genau, das kann man überspringen. Gut, da das jetzt aber nur ein Vektor ist, wollen wir es mal nicht überspringen. Gott, wie klein das Ding eigentlich ist. Oh mein Gott. Was zum Teufel war das? Eine Schutzmaßnahme gegen Rückverfolgung? Das Antriebssystem wurde überlastet. Allerdings nicht schnell genug. Ich habe eine Sequenz registriert, die einen Alarm ausgelöst hat. Pathfinder, wir sollen uns so schnell wie möglich bei Direktor Addison melden. Was ist los? Ohne Witze. Was zum Henker ist da los? Bei Addison melden heißt... VidCon. Ha, wusste ich's doch. Pathfinder, Sie haben neue Post in Ihrem E-Mail-Eingang. Ryder, erzählen Sie mir von dem Satelliten, den Sie entdeckt haben. Was? Wovon reden Sie da, Direktor? Mein Alarm hat einen ZK-Ressourcentracker identifiziert. Diese Tech steckt voller Overrides, um im Notfall die Protokolle umgehen zu können. Sie wurde von Dr. Zoe Jean Kennedy entwickelt, die gemeinsam mit den Exilanten verschwand. Wenn ihre Tech jetzt wieder aufgetaucht ist, könnte sie jemand als Hintertür benutzen, um unsere Außenposten zu bestehlen. Sie ist also gemeinsam mit den Exilanten verschwunden und trotzdem bezeichnen Sie sie nicht als eine von ihnen. Sie hat mit ihnen sympathisiert, aber wir hätten eine Expertin wie sie niemals gehen lassen. Dafür war sie viel zu wichtig. Aber in diesem ganzen Chaos sind viele Dinge und Leute verschwunden. Wieso können diese Tracker die Protokolle umgehen? Sie sollten als Hubs fungieren, um schnell Ressourcen aufspüren und anfordern zu können, falls irgendwo Leben auf dem Spiel stehen. Deshalb kamen sie auch nie zum Einsatz. Ten wollte nicht, dass irgendetwas ohne seinen Segen geschieht. Wenn dieser Satellit neu ist, wie konnte er dann unsere aktuellen Sicherheitsprotokolle kennen? Das ist eine ausgesprochen gute Frage. Welche Funktion hatte Dr. Kennedy in der Initiative? Sie hat die Orbitalsender, die Aufklärungsposten und die halbe Ausstattung der Tempest entwickelt. Sie war in der Lage, ein Upgrade durchzuführen, noch bevor die Anforderung überhaupt auf Tens Schreibtisch lag. Dass Dr. Kennedy gemeinsam mit den Exilanten verschwand, war für uns ein gewaltiger Verlust.
Ist es nicht etwas übertrieben, einen persönlichen Alarm einzurichten? Wieso haben Sie das getan? Viele von Dr. Kennedys Projekten waren inoffiziell. Aber Sie haben sie gefördert. Wie beispielsweise diese Tracker. Ja, aber ich will nicht, dass irgendein Arschloch meine Zugangscodes als Hintertür zu unseren Ressourcen nutzt. Oder dass mir Tandy Schuld dafür gibt. Außerdem will ich wissen, was mit Dr. Kennedy geschehen ist. Wo könnten wir anfangen, nach der Technologie oder Dr. Kennedy zu suchen? Der erste Tracker hat Ihnen bereits einige Daten geliefert. Durch weitere Scans könnte Suvi möglicherweise eine Ursprungsposition ermitteln. Und wie es aussieht, werden diese Tracker in der Nähe von technologischen Ballungspunkten der Initiative eingesetzt, sprich von Außenposten. Versuchen Sie es also in einem anderen Außenpostensystem oder errichten Sie weitere. Vielleicht können Sie sie ja so rauslocken, wer auch immer Sie sind. Und was machen wir, wenn wir sie finden? Diese Leute stehlen unsere Ressourcen. Mein Interesse gilt Dr. Kennedy und ihrer Technologie. Das Leben der Verantwortlichen steht für mich an letzter Stelle. Okay, gut zu wissen. Jetzt dürfen wir auf die Jagd gehen nach diesen Trackern. Aber ich würde behaupten, wir gehen jetzt erstmal auf EOS gucken. Die Leute retten vor irgendwas, das uns angreift. Dabei haben wir zurzeit Vetra und Drek. Aber ich denke, das ist ganz okay. Leite Sinkflug ein. Die Werte passen. Alles ruhig. So, und hier sollen wir mit Bradley sprechen. Freund oder Feind? Anscheinend sind ein paar von Jarls angaranischen Freunden hier. Tut mir leid, dass ich Sie im Ungewissen lasse, Pathfinder. Aber dieser Planet hat überall Augen. Wir haben aus dem Orbit kaum Aktivitäten gesehen. Es gibt sie aber. Hoffentlich können Sie dagegen vorgehen, bevor sich etwas Schlimmes daraus entwickelt. Bis bald. Danke fürs Kommen. Ich wusste, Sie würden bereit sein. Ich brauche Antworten. Sie sagten, Feinde würden sich nähern. Es gab Überfälle. Wir hatten wegen unserer vielen wissenschaftlichen Geräte mit Piraten gerechnet. Aber nicht mit sowas. 4-5, ich wiederhole. Lager fertig. Warte auf Sender. Start bei Ortung. Ich wiederhole. 1, 2, 3. Was höre ich da, Bradley? Ich habe folgende Sorge. Vielleicht waren die Überfälle auf uns nur ein Ablenkungsmanöver, damit jemand im Schwarzfels langsam taktisch aufrüsten kann. Taktisch? Sie meinen militärisch? Ich meine Rokar. Deshalb habe ich keinen Alarm ausgelöst, sondern Sie gerufen. Ein Angriff auf unseren ersten Außenposten? Können Sie sich vorstellen, wie die Nexus darauf reagieren würde? Genau das wollen die Rokar. Mir macht keiner was vor. Ich bin sicher, wir können die Sache überprüfen, ohne zu viel Aufmerksamkeit zu erregen. Sie sind dafür der Richtige. Ich hoffe, dass ich mich irre, Pathfinder. Ich wollte diese Denkweise eigentlich nicht mit nach Andromeda bringen. Brechen Sie zum Schwarzfeld-Stand auf. Ich sende Ihnen den NAV-Punkt für das Signal. Okay. Rokar also. Und zwar hier... Nein, das ist was anderes. Gibt einen Schritt der Verwirrung. Okay, das war die falsche. Darum geht's ja. Wir sind fast am Schwarzfels-Tent. Ryder,
Es handelt sich zweifellos um ein Rokar-Signal. Verstanden. Wir halten die Augen offen. Bradley hatte recht. Rokar vor Ort. Überwachung, Sie halten Kämpfer in Reserve. Gut zu wissen. Ja, mal gucken, wie ich das mit der verletzten Hand hinkriege. Lade Munition nach! Oh, da kommen ja die kleinen Reliktkarte zur Hilfe. Alle ausgeschaltet. Ich empfange immer noch Bradleys Signal. Gut. Dann sehen wir mal nach, was Sie beschützt haben. Seien Sie vorsichtig. Ich bezweifle, dass es hier um Piraterie ging. Ja, um Reine wohl eher nicht, sondern um Reliktforscher. Was auch immer diese mit diesen vorhatten. Das hat Spaß gemacht. Dieses Signal kann Landungsschiffe zu einer präzisen Position rufen. Das ist eine Strategie der Rokar, Ryder. Der Späher platziert den Sender mitten im Prodromos. Und sagt Axul damit exakt, wo er zuschlagen muss. Bradley? Schwarzfels war ein Rokar-Spähtrupp mit einem Zielsuchsender. Scheiße. Zum Glück haben sie dem ein Ende bereitet. Die Aufgabe ist erst zur Hälfte erfüllt. Wir müssen dafür sorgen, dass sie nicht zurückkommen. Ich bin nicht sicher, was sie da verlangen, Pathfinder. Wir können nicht unseren ersten Außenposten aufs Spiel setzen. Was ein Scheiß! Was haben sie vor? Erstmal laden. Was ein Scheiß, wo kam die jetzt her? Ist ja nicht wahr. Dieses Signal. Scheiße. Zum Glück haben sie. Die auch. Ich bin nicht. Das ist der dritte. Den ersten und den zweiten haben wir verloren. Versprechen und Beständigkeit. Was haben sie vor? Wir benutzen ihren Sender. Sie wollen ein Ziel, wir geben ihnen eins. Zu unseren Bedingungen. Anlage 2 hat noch Strom. Sie könnten von dem alten Comm-System aussenden. Lockvogeltaktik in Anlage 2. Gehen wir. Oh yeah. Locken wir sie zu uns. Und hauen nochmal fett eine über die Rübe. Die ganzen Kisten muss ich auch noch einsammeln. Uah. Viel zu tun, viel zu tun. So, das war jetzt da hinten, glaube ich, über den Hügelkamm. Lange nicht mehr da gewesen. Ah, Gott. Komm schon. Ich hänge auf Bäumen fest.
Oder Gestrüpp. Sam, hast du eine Position für diesen Rokar-Sender? Ja, Pathfinder. Das Kommunikationssystem von Anlage 2. Okay, dann wollen wir Axul nicht warten lassen. Nav-Punkt zum Hochladen von Rokar-Signal markiert. Halten Sie sich bereit. Das führt Sie direkt zu Ihnen. Wir kennen diesen Ort. Sie nicht. Sie dürfen ihn nicht kriegen. Beginne mit Upload des Rokar-Signals. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, um in Deckung zu gehen. Mensch, ich habe Ihnen gesagt, Sie würden es früh genug herausfinden. Der Sender ist aktiv. Sie konnten unsere Sperren nicht aufhalten. Sie haben es uns abgekauft. Wir warten, bis Sie am Boden sind. Darauf kann ich warten. Kampfbereit machen! Hier sind wir ein bisschen zu weit weg. Da haben sie es gerafft und ziehen sich zurück. Ich glaube, mit dem Axul werden wir nie gut Kirschen essen. Dafür haben wir jetzt doch schon ein paar mehr als genug Leute weggeschnetzelt.
Munitionieren wir uns erstmal auf. Naja. So ehrenhaft, dass es auch ist, im Prinzip einen Schleichangriff durchzuführen. Ich wollte eigentlich da unten rein, wegen der Kiste, aber anscheinend komme ich da nicht rein. Mit der Kiste, das ist schlicht. Dann habe ich etwas weniger Munition. Warum nicht eigentlich einfach schnell reisen? Der Pathfinder kommt. Dieser Mutterlose. Alle für Verteidigung bereit machen. Klingt, als würden sie ihre Unterstützung verlieren. Der Scharfschütze ist der Letzte, wie es aussieht. Muhahaha. Ich werde das nicht vergessen. Wir sind noch nicht fertig miteinander. Für heute schon. Und beim nächsten Mal werden wir vorbereitet sein. Kommen Sie nach Prodromos, Pathfinder. Wir schulden ihnen was. Mal wieder. Das glaube ich aber auch. Aber ich werde auch unterwegs mal die Kisten einsammeln. Aber das muss ich euch ja nicht antun. Es dauert etwas länger. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann wieder in Prodromos. Bis dahin. Sayonara.